Ja, vielen Dank für die Einladung, bei den Kieler Linux-Tagen zu sprechen. Ich bin Matthias Mailänder, ich bin Lebensmittelchemiker, arbeite aber momentan als Softwareentwickler bei der Firma Leplicate in Hamburg. Und ich freue mich, dass es auch ein paar verlorene Seelen hier hergefunden haben, denn Chemie und Analysen-Software, das ist jetzt auch das, ja, damit kann man Informatiker durchaus auch jagen, schätze ich mal. Das ist eine komische Kombination. Aber sie macht durchaus Sinn und das versuche ich ja jetzt noch ein bisschen zu erzählen. Wir sind die Firma Leplicate, hier ganz links kleines Logo. Das hier ist das Eclipse Science Konsortium. Hier sind viele große Namen, einige wissenschaftliche Einrichtungen. Open Analytics ist auch eine deutsche Firma wieder, die R-Software auch auf Eclipse-Basis macht. Hier sind viele mit dabei und alle haben das gleiche Ziel. Sie wollen Software machen, aber nachhaltig, Open Source und vor allen Dingen auch rechtssicher, dass jeder das einsetzen kann. Dafür stellt die Eclipse Foundation Anwälte zur Verfügung, die Lizenzprüfungen machen, das ist quasi der Quelltext, der produziert wird und Unternehmen auch verwendet werden kann, ohne dass jemand Angst haben muss, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Kommen wir zu dem ersten Ding, ein Hewlett-Packard-Gerät, ein 5890 Serie 2. Man kann so sehen, das hat den Selbsttest irgendwie hinter sich gebracht und man wundert sich gerade, wo man hier das Papier denn reinstecken soll. Aber es ist natürlich kein Drucker, es ist ein Analysengerät. Man sieht ja hinten, da gucken solche Metalldrähte irgendwie raus und sieht so ein bisschen, also auf jeden Fall steckt da viel Technik hinter diesem Apparillo und wie das ganze Prinzip funktioniert, das erkläre ich auch nochmal im Detail und dann, um alle da abzuholen. Chromatographie ist quasi die Auftrennung von Stoffen. Man hat immer eine stationäre Phase, eine mobile Phase. Links abgebildet ist so ein recht einfaches Experiment. Man nimmt Pflanzenblätter, mörsert die schön klein, löst das Ganze in Lösemittel auf und gibt dann quasi kleine Tropfen an diese Startlinie. Da sieht man so ein bisschen, was ist mit Bleistift gemalt, gibt das auf. Hier hat man gleich vier Startpunkte gegeben. Stell das in ein Becherglas, wo Lösemittel drin ist. In diesem Fall denke ich, weil das so ein typischer Schulversuch ist, wird man wahrscheinlich vergelten Alkohol nehmen. Macht oben Deckelglas zu. Das heißt, diese Kammer sättigt sich dann langsam mit diesem Lösemittel. Das dampft raus. Man sieht auch auf dieser stationären Phase, das ist ein beschichtetes Aluminiumblech. Da ist Kieselgel drauf. Das heißt, das ist ganz chemisch reiner Sand, der ganz definiert da drauf gebracht ist. Und der saugt quasi das durch Kapillareffekte dieses Lösemittel an, zieht quasi, man nennt das auch diese Laufmittelfront, da oben, wo man sieht, wo diese Grenze ist zwischen Lösemittel und wo noch ein bisschen weiß ist, zieht quasi die Substanzen mit nach oben. Die Substanzen interagieren unterschiedlich mit dieser stationären Phase. Die mobile Phase spült sie immer weiter nach oben und dann sieht man hat so einen Auftrennungseffekt. Und was man hier schön sieht, das grüne Blatt ist nicht einfach nur grün, sondern das besteht aus ganz vielen Farbstoffen. Jetzt sieht man ganz unten diese Xanthophylle, das Neoxanthin, Violaxanthin und das Lutein. Das sind so gelbe Farbstoffe, die hat die Pflanze, um vor starken UV-Strahlungen geschützt zu sein, wenn mal die Sonne wirklich doll brennt, dass der empfindliche Photosyntheseapparat geschützt ist. Dann sieht man auch, man hat nicht nur ein Chlorophyll, sondern hat man Chlorophyll A und Chlorophyll B, die haben unterschiedliche Farbe, das heißt, sie absorbieren Licht in unterschiedlichen Wellenlängen und dadurch zieht quasi die Pflanze das meiste aus diesem Sonnenlicht raus. Also es ist total optimiert, dass da aus diesen UV-Strahlen besser als bei einer Solaranlage möglichst viel Energie abgegeben wird. Und oben sieht man auch dieses Pheophytin, das hat jetzt eine ganz komische Farbe. Das ist einfach nur so ein großes Molekül, was die Elektronen weitergibt. Das ist auch wichtig, dass quasi die Energie weitergeleitet wird in der Pflanze. Hat aber erstmal deshalb auch jetzt nicht unbedingt so eine Farbe. Aber das fließt offenbar ganz gut mit. Oben würde man noch so Karotide sehen. Und das ist auch ein ganz schöner Versuch. Das kann man auch in der Schule machen, kann man auch mit Kindern machen. Wenn man es noch einfacher haben will, weil jetzt hatte man ja schon, man hat schon ein bisschen gemerkt, Chromatographie ist das eine, aber erstmal muss man die Probe quasi chromatographiegängig machen. In diesem Fall die Pflanzenblätter mörsern und dann ein Lösemittel aufgeben und dann vielleicht noch filtrieren und dann da drauf geben. Man kann es natürlich sich einfach machen, man nimmt einfach einen Punkt von einem Edding, schwarzer Edding,
Schmiert das da unten drauf und man kann auch ein Filterpapier nehmen, da kann man sogar lustige Muster mitmachen. Kann man mal gucken, was da so rauskommt, denn ein schwarzer Edding ist nicht einfach nur schwarze Farbe, sondern da ist auch ganz schön viel unerwarteter Farbstoff drin, den man vielleicht so einen überraschen würde. Also es ist auch, wer Kinder hat, schönes wissenschaftliches Experiment. Also wir haben gelernt, es gibt immer eine mobile Phase, es gibt immer eine stationäre Phase und das ist Chromatographie. Übrigens noch ein Fun Fact, wurde erfunden von einem Russen oder er hat es entdeckt. Und zwar genau so, er hat Naturfarbstoffe so erstmalig getrennt und das ist schon ziemlich lange her. Diese Technik gibt es schon länger. Das ist quasi jetzt so ein bisschen semi-professionelles Setup. Aber man kann das natürlich auch schön automatisieren. Wenn man jetzt nicht, man kann jetzt nicht im Labor, jeder macht da so eine Bleistiftstriche drauf und kleckert da was drauf und das ist eher zu Ausbildungszwecken, würde man das machen. Oder heutzutage, wenn man jetzt eine wirklich sehr schmutzige Probe hat und man will so grob gucken, was drin ist, dann würde man tatsächlich immer noch diese alte Dünnschichtchromatographie nehmen. Aber State of the Art ist quasi sind automatisiertere Techniken hier. Der Durchschnitt eines Gaschromatographen gezeigt. Erinnert euch an diesen komischen Hewlett-Packard, den ihr vorhin gesehen habt. Das ist quasi jetzt genau das Ding. Die mobile Phase ist hier jetzt nicht ein Lösemittel, eine Flüssigkeit, sondern ein Gas. Das ist an dieser Stelle Helium. Ist mittlerweile ziemlich teuer. Viele wollen das auch umstellen auf andere Gase, die ein bisschen billiger sind. Oben sieht man so eine Spritze und das ist tatsächlich eine Spritze, also halt eine sehr feine mit einer kleinen Nadel. Da ist ein kleines Septum, da wird quasi die Probe eingestochen und dann Stempel runtergedrückt und quasi aufgegeben auf das Gerät. Und dann geht's los. Das Gas transportiert die Substanzen weiter und innen drin ist so, das ist quasi aufgewickelt. Das kann ganz mehrere Meter lang sein. Das ist in diesem Fall auch wieder eine Säule, eine kleine Kapillare, also die ist innen beschichtet und da wechselwirken wieder die Substanzen unterschiedlich schnell mit dieser Säule. Man kann auch die Säule dann wieder wechseln anhand von was man für eine Probe hat und dadurch die Trennung ein bisschen optimieren. Was man auch machen kann, und das ist das ist quasi so ein großer Ofen, man kann den auch warm machen. Das heißt, wenn die Substanzen so ein bisschen langsam da durchdribbeln, kann man ihnen einfach mehr Stulle geben, mehr Hitze stellen, also ein Temperaturprogramm, was dann immer langsam hochgeht. Und dann kann man quasi auch wieder diese Trennung modulieren, dass man am Anfang die leichtflüchtigen, denen gibt man noch nicht so viel Temperatur, wenn die durch sind, dann kann man die höherflüchtigen nehmen und da rangehen. Also damit haben wir Gaschromatographie schon mal erklärt, das ist auch ein wichtiger Teil. Zweiter Teil ist die Massenspektrometrie. Hier war jetzt einfach, der Detektor ist, da ist so eine kleine Flamme angemalt, man nimmt Luft und Wasserstoff und man verbrennt im Grunde die Substanzen und bei der Verbrennung entstehen Elektronen und das kann man mit einem Detektor messen und dann weiß man zumindest, ja, wenn viel Substanz da ankommt, dann gibt es ein größeres Signal, als wenn man geringere Konzentration hat. Also man kann auch mit sehr schönen Konzentrationen messen, aber man weiß halt noch nicht so richtig, was es ist. Man weiß nur, wann es quasi den Detektor passiert hat. Das heißt, man kann, wenn man Erfahrung hat, kann man das schon dran ausmachen, aber man will es sicher wissen. Und da ist die Massenspektrometrie super. Das heißt, man nimmt als Detektor, wird quasi das große Molekül, wird ionisiert, also es wird im Grunde einfach nur mit Energie zerhackt. Und man misst die Größe der Bruchstücke. Man sieht jetzt hier dieses Molekül, das rechts ist es aufgezeichnet. Das mit dem Molekülpeak, das ist quasi die Gesamtmasse, das ist der größte Peak. Da ist quasi das Molekül unzerstört an den Detektor gekommen. Aber es wird auch, je nachdem, wie man den einstellt, wird dann stärker fragmentiert. Das heißt, da sieht man minus Cl, da ist ein Chlor abgegangen. Deshalb ist das dann quasi die Molmasse von Chlor. Abgezogen von dem Molekülpeak ist dann sozusagen dieser Peak. Und man sieht, das sind ganz schön viele und das sieht ja auch so ein bisschen aus, wenn man so schräg guckt, vielleicht wie so ein Barcode oder sowas. Also da steckt viel Information drin, also sowohl die Höhe, wie viel Intensität bei der Fragmentierung passiert, als auch welche Molekülmasse das ist. Das ist im Grunde so eine Art Fingerabdruck für die Substanz und das ist natürlich super. Also wie jeder jetzt sehen kann, Masse 121, 171, Masse 206, das muss ja 2378 Tetrachlor die Benzofuran sein. Ja, genau, alle nicken hier. Klar, es gibt immer noch, man kann anhand dieser Fragmente, kann man sich überlegen, wie würde dieses Molekül zerbrechen. Aber man sieht ja, da stehen überall Zahlen dran. Und
Informatiker werden wahrscheinlich sofort auf die Idee kommen, hört auf, euch das auszudrucken und in irgendeinen Leitsordner nachzuschlagen, nimmt eine Datenbank, sucht wieder danach rückwärts und der Computer sagt euch, mit welcher Konfidenz es wahrscheinlich dieses Molekül ist, wenn es in der Datenbank eingemessen ist. Und genau das macht man auch, das macht man sogar schon seit den 70er, 80er Jahren, haben sich die ersten Rechnerverbünde zusammengeschlossen, um halt diese Spektren auszutauschen. Dass man, der eine hat den, hat die Substanz eingemessen und der andere hat die Substanz eingemessen, man schmeißt alles zusammen, man hat eine größere Datenbank. Das gab es schon relativ früh. Da ist jetzt die Frage, was kann man damit machen? Und man kann viele großartige Sachen damit machen. Das, wie man hier sieht, eine dieser klassischen Forensik-Serien, die im Grunde eigentlich ohne diese Geräte gar nicht auskommen. Also wenn ihr da, sowas würde man da wahrscheinlich eher nicht sehen, sondern da würde statt 306 würde da Kerosin stehen oder so. Also die Ergebnisse sind meistens quatschig, aber die Techniken, die gezeigt werden, sind prinzipiell richtig und werden auch genauso von den Landeskriminalämtern angewandt. Die benutzen genau die gleichen Maschinen oder vielleicht auch banalere Sachen. Man ist halt zu schnell gefahren, wird angehalten, Alkoholtest geht an der Alkoholologie, wird auch mit diesem Verfahren gemessen. Oder man datcht jemanden dran ans Auto, fährt schnell weg und glaubt, man kommt davon, kommt man nicht, weil wenn das einer gesehen hat und man leugnet es, wird einfach ein bisschen Lack abgekratzt, wird geguckt, diese Lacke lassen sich auch sehr schön pyrolysieren, identifizieren und man kann ganz klar wieder sagen, welche Automarke einem da reingerast ist, auch wenn der Typ weggedüst ist und alles abstreitet. Also um auch nochmal auf den Schluss zu kommen, stimmt das alles, was diese Serien einem so erzählen? Es ist ein echtes Gerät, das stimmt schon. Da, wo jetzt diese Säule ist, ist natürlich nichts drin. Es ist ja eine Requisite für den Film. Da ist nur so eine kleine Notiz von der Firma Shimatsu, wie man das Gerät anschaltet und wie man es zum Blinken bringt, damit es so aussieht, als würde es leuchten. Aber im Prinzip ist das tatsächlich ein echtes Gerät. Also Gase sind da sicher auch nicht dran angeschlossen. Vielleicht noch was Lustiges hinzu, was man oben auf diesem Gerät sieht, das habe ich noch nicht erklärt. Das ist ein Autosampler. Das heißt, da ist diese kleine Spritze, wo man von Hand quasi da sonst normalerweise reinpieksen muss. Das kann man natürlich schön mit so einem Roboterarm machen. Das heißt, da ist so ein Karussell, da holt er sich die Probe raus, zieht sie auf in die Spritze, spritzt in das Gerät ein, stellt es wieder zurück ins Karussell. Das Karussell dreht sich, die nächste Probe ist dran. Sprich, man kann jetzt, wenn man seine Proben abends in dieses Gerät stellen, die Tabelle programmieren, was das Gerät tun soll, auf Start drücken und über Nacht rödelt das Gerät, in der Theorie, alles ordentlich durch. Man kommt morgens hin und die Arbeit ist getan. Das hat mir mal so ein Rechtsprofessor, der meinte so, er hätte das auch gern, dass er seine ganzen Gutachten in so einen Autosampler tut und er drückt auf den Knopf und dann ist alles erledigt. Aber Laboranten sind alles andere als faul. Dieser letzte Schritt, der einem da abgenommen wird, der ist nicht alles. Also die größte Arbeit ist eigentlich diese Probe jetzt, was ist der Autolack oder der Schuhabdruck oder das Blut oder wie auch immer, dass das so vorbereitet wird, dass es in diesen kleinen, man nennt die Vials, in diesen kleinen Fiolen dort aufgehoben werden kann und dass es auch maschinengängig ist, dass man es automatisiert messen kann. Das ist quasi der größte und der aufwendigste Arbeitsschritt. Also wenn wir uns überlegen, das Blatt, Mörsern und Alkohol drauf, das ging noch relativ einfach. Aber jetzt, wenn die Fragestellung ist, es sollen Lebensmittel untersucht werden, ob da Pestizide drin sind, weil jemand hat einen Verdacht, ihm wurde das sehr günstig als Bioprodukt verkauft. Aber kann das überhaupt sein? Wird im Handelslabor untersucht, ist ein bisschen aufwendiger, aus so einem Reis quasi wieder die Pestizide heraus zu extrahieren. Das geht aber, das geht sogar sehr gut. Und so kann man sehr schnell feststellen, da wurden irgendwelche Pestizide verwendet, die sind nur in der konventionellen Landwirtschaft erlaubt. Damit kann es kein Bio-Lebensmittel sein, es ist Betrug. Das kann es nicht zu dem erhöhten Preis verkaufen. Lebensmittelbetrug ist ein großes Thema und da wird viel gemessen. Also nicht nur Forensik, halt auch Lebensmittelanalytik, wo ich herkomme. Aber wir kommen wieder ein bisschen zum EDV-Thema zurück. Und das ist, ich kann es nicht anders beschreiben, was die Hersteller da fabriziert haben, ist ein riesiges Dateiformate-Chaos. Also das sind alles hier Hersteller. Man sieht jetzt hier die Firma Agilent. Wenn wir uns nochmal überlegen, zurück, ich habe ja vorher Hewlett-Packard gezeigt als Gerät. Und das Logo so ein bisschen, wer es kennt, fällt eher so aus den 80ern. Die haben sich irgendwann, damit hat Hewlett-Packard tatsächlich gestartet, mit Messtechnik, also Drucker und Büro
Computer, das machen die noch nicht so lange. Die waren tatsächlich früher eine Messfirma. Mittlerweile haben sie es ausgegliedert. Die Firma heißt jetzt Agilent. Könnte auch irgendeine Software-Klitsche sein, haben einen ziemlich coolen Namen. Und die führen jetzt quasi, die sind da auch weltweit neben vielen anderen. Man sieht ja auch, viele Hersteller habe ich dazu genannt. Und dahinter sind immer so ein bisschen so die Kürzel, wie halt deren Dateiformat heißt. Und dann sieht man hier irgendwie DAT und RAW. Das scheint irgendwie zu überwiegen. Aber wenn man sich so über das jetzt nicht denken, ah, das ist das RAW-Format irgendwie, das, sondern das sind jeweils unterschiedliche Formate, teilweise auch, die haben keine Magic-Codes. Man kann sie nicht mal an den Dateiendungen irgendwie klassifizieren. Es ist, man muss quasi sie relativ stark durchparsen, um überhaupt zu erraten, welcher Hersteller es denn sein könnte. Teilweise sind es auch hier dieses Sternchen.d, das ist dann einfach ein Ordner. Der Ordner heißt Sternchen.d, habe ich vorher noch nie gesehen. Und in dem Ordner sind dann wieder Dateien drin, auch wieder mit fest fixierten Namen, wo dann für jede Massenspur eine eigene Datei und dann nochmal für den Sample Table und pipapo und das teilweise noch abwärtskompatibel, die letzten drei Generationen, alles doppelt und dreifach und sagen wir so, diese Art, wie man damit quasi umgeht, früher, als man noch so Computer gekauft hat und dann war im Handbuch hinten noch die Platine erklärt und wo welcher Chip ist, damit man die austauschen kann oder so. Früher hat man tatsächlich auch Dateiformate noch im Handbuch erklärt, wie die aufgebaut sind. Die Zeiten sind vorbei und das hat einen Grund. Die Hersteller haben gemerkt, wenn sie quasi die Leute mit Software und mit diesen Dateiformaten, ja, das ist Vendor-Lock-in ohne Ende. Also wer jetzt gedacht hat, hier Office und Groupware, das wäre schon schlimm, was da passiert. Also der war noch nie im Labor. Das ist, man wird sehr stark abhängig von den Herstellern. Und das wird natürlich auch bewusst ausgenutzt. Denn wie löst Mr. Labor das? Der ist ja kein Programmierer, der ist irgendein Chemiker, muss quasi den Betrieb da am Laufen halten, hat x Mitarbeiter, die relativ zügig da alles erledigen müssen, die auch nicht irgendwie 17 verschiedene Software lernen können oder mit denen schnell arbeiten. Das ist völlig illusorisch. Also wie löst er das? Er kauft einfach nur immer vom gleichen Hersteller. Immer die gleiche Geräteserie, solange die unterstützt wird. Und naja, es ist halt noch nie jemand gefeuert worden, weil er Agilent gekauft hat. Das ist, sagen wir so. Aber es engt einen natürlich unheimlich ein. Und das Problem ist jetzt auch, gut, jetzt das Labor hat jetzt vielleicht eine einigermaßen homogene Lösung, vielleicht ein, zwei Hersteller nur, bei denen sie kaufen. Was ist, wenn jetzt man die Daten weitergeben möchte? Also wenn man ist ein Consulting-Unternehmen, man hat vielleicht mehrere Labore, mit denen man zusammenarbeitet, die kaufen nicht alle vom gleichen Hersteller, soll man sich jetzt 5 Softwaren kaufen? Oder da muss es ja doch irgendwas geben, was man da tun kann. Was ich immer ganz gerne erzähle, ist, es gibt ja eine Lösung. Man kann auf offene Standards setzen, die Hersteller können sich einigen. Wir werden gleich sehen, ich werde ein paar vorstellen, das ist ein frommer Wunsch. Also das hat in anderen Bereichen schon nicht gut funktioniert und ich würde sagen, hier eher noch schlimmer. Fangen wir mal an. Hier aus den 90ern eine Publikation von der UPAC, der International Union of Pure and Applied Chemistry. Das ist sowas wie, also was für Webentwickler das W3C, das World Wide Web Consortium ist, das ist für die Chemiker die UPAC. Also wenn die UPAC was sagt, dann wird das so gemacht. Die gibt Standards vor, ganz basale Dinge wie Definitionen von Einheiten oder von gewissen Prozeduren, das wird so gemacht. Und also es hat schon ein gewisses Gewicht, wenn so eine Organisation so eine Unterarbeitsgruppe gründet, das ist hier das Joint Committee für diese Datenformate, DX ist für Data Exchange, glaube ich. Also man sieht hier, das ist eine Textdatei, übrigens interessant, irgendwie so 80 Zeichen Begrenzung am Rand, damit man es halt schön ausdrucken kann mit dem Nadeldrucker. Ich denke mal, dass es schon ein bisschen älter ist, dieses Format, dass es nicht nur aus den 90ern kommt, also dass man das halt irgendwie in Bücher drucken kann oder in Briefumschläge tun oder in Fax schicken oder irgendwie sowas. Und das ist eigentlich also gar nicht so verkehrt. Das ist Klartext, man kann das ja ganz gut lesen, auch selbst wenn man jetzt die Formatbeschreibung nicht hat, kann man ganz gut erraten, was wohl was ist. Unten sieht man hier so eine Tabelle mit Zahlen, das sind quasi diese Massen aus diesem, was wir vor Anfang gesehen haben, wie sie das Massenspektrum zusammengesetzt hat. Also M durch Z ist quasi Masseüberladung und dann ist quasi die Masse. Und dann gibt es noch diese Relative Abundance, das ist quasi die Intensität von diesem Signal.
Also denkt man sich, wunderbar, das war sicher ein Hit damals. Nein, es ist völlig gescheitert. Jahre später haben mal die Initiatoren dieses Formats sich an die Öffentlichkeit gewandt und einen Leserbrief geschrieben und ihre Frustration auch deutlich gemacht, weil sie haben versucht, eine Spezifikation zu schreiben, klare Sprache, unmissverständlich, und jeder Hersteller hat es anders implementiert. Immer war irgendein Detail anders, alles war inkompatibel, nichts hat funktioniert. Dabei waren auch so ein paar coole Sachen eigentlich schon drin. Also das denkt man jetzt Text, da kann ja viel schief gehen, was wenn einer was sich vertippt. Da waren teilweise auch so Fehlerkorrekturen schon drin, was man bei QR-Codes hat heutzutage. Wenn man den nur zur Hälfte gescannt hat, funktioniert er immer noch. Und die hatten auch schon so eine Art ja, Prüfsummen da drin, dass man die Integrität so zumindest grob testen konnte. Also schade, hat nicht geklappt. Und naja, war Text skaliert halt auch nicht so gut, wenn irgendwie die Detektoren plötzlich immer mehr Nachkommastellen geben. Kann man sich vorstellen. Also nächster Versuch, man nimmt irgendwas, Technologie von der NASA, die hier und den Meteorologen, die mussten ja auch viele Daten abspeichern. Binärdatenformat von ASTM International, das ist so eine Standardisierungsorganisation, beziehungsweise da kann man so Referenzsubstanzen kaufen, wenn man seine Analysen prüfen möchte. Also wenn man jetzt auf Kokain messen möchte, dann kann man sich bei dem Kokain in Ethanol gelöst in einer speziellen Konzentration bestellen und prüfen, ob die Laboranten das auch wirklich wiederfinden und auch genau in der Konzentration. Und man ist teilweise auch als Labor verpflichtet, bei solchen Ringversuchen mitzumachen, dass alle Labore ihre Ergebnisse einreichen. Zum Schluss wird dann ausgewertet und dann kriegt man gezeigt im Ranking quasi, wie gut man abgeschnitten hat. Also auch wieder eine seriöse Institution, macht auch Sinn, Normierung, Datenformate, irgendwie, warum sollen die da nicht mitmischen? Hat auch einen coolen Namen eigentlich, Analytical Data Interchange Format ANDI. Hat aber auch nicht so richtig funktioniert. Auch wieder dieses Netz-CDF hat jeder Hersteller irgendwie anders neue Felder sich ausgedacht, die da reingeht. Das ist ein recht generisches Grundformat. Und haben, also, wenn man das implementiert, muss man es auch wieder für jeden Hersteller im Grunde separat machen. Und das ist ja völlig widersinnig, wenn es um Standardisierung geht. Also haben, jetzt sind wir mittlerweile in den, wann sind wir? Wir sind 2007. MZ-Data, MZ, wieder dieses Masseüberladung und dann, also so hier ist dieses Format, diese Human Proteome Organization hat sich das ausgedacht. Das ist ein XML. Die Daten sind da drin, aber noch ein bisschen komprimiert. Base64 und dann noch so ein, ja, der gleiche Code wie bei ZIP. Also eigentlich ganz einfach. Klingt super. Und klar, diese Proteom-Leute, die haben das gebraucht, weil es sind Wissenschaftler, die wollen publizieren, die wollen, dass ihre Daten lesbar sind. Und die haben natürlich auch gesehen, das ist ja das totale Chaos. Da müssen wir irgendwas tun. Proteom vielleicht, für Leute, denen das nichts sagt, das Proteom ist die Gesamtheit aller Proteine im menschlichen Organismus. Das heißt, die gucken so, wie entsteht Krebs oder wie kann man irgendwie individuelle Immuntherapien machen oder solche Dinge oder Erbkrankheiten oder alles wird quasi da gerne erforscht. Und die produzieren auch unheimlich viele Daten, auch viele große Daten. Also wunderbar, es gibt einen neuen Standard. Zack. Dann ungefähr ähnliche Zeitpunkt in Nature Biotechnology veröffentlicht, MZXML, also klingt ähnlich, von einem anderen Institut, diesem Institut für Systems Biology, sind aber auch solche Proteomik-Leute. Auch für die XML ist eigentlich sehr ähnlich. Und naja, dann ist irgendwas. Ja, wahrscheinlich kennt man den Comic schon. Der Comic ist halt lustig, weil er wahr ist. Das ist ja, es ist nicht nur in der Chemie so oder bei den Datenformaten. Das sind nicht nur, also USB-Standards oder also diese Stecker für die Ladekabel. Das ist ja auch furchtbar, bis da die EU durchgegriffen hat im Grunde. Ja, Standards vermehren sich von alleine. Und was ist dann passiert? Die beiden haben sich zusammengesetzt und ein neues Format gemacht, wo alle wieder zufrieden waren. MZML. Was ich für mich jetzt so, habe mich ein bisschen um diese offenen Formate bei uns gekümmert. Ich musste jetzt natürlich alles implementieren, weil in beiden alten liegen natürlich noch Daten vor, die man einlesen möchte. Das Neue ist jetzt richtig up to date. Das wollen natürlich alle Biologen gerade benutzen. Und unsere Software funktioniert halt auf dem Mac und viele Biologen benutzen Mac und dieses MZML, das wird offenbar auch viel benutzt, weil ich hatte da ein paar Sachen, den Standard vielleicht nicht so ganz gründlich gelesen und nicht alles implementiert. Und da kamen sofort die Tickets an und
Wir wurden da tatsächlich, weil wir gerade auch diese proprietären Dateiformate ganz gut einlesen können und halt Export in dieses MZML, wurden wir extrem viel verwendet. Und dann haben die Bug-Reports sind aber dann woanders aufgeschlagen. Da, wo das wieder eingelesen wurde, da gab es eine Software, die hieß Skyline für diese Proteomic-Leute. Also Skyline im Sinne von, man hat diese ganzen Peaks da wieder. Also auch wieder ein cooler Name für Software. Bei denen sind dann die Bug-Reports aufgeschlagen. Ja, ihr könnt ja die Daten von OpenChrome nicht einlesen. Ich war natürlich der Schuldige. Ich habe da nicht alles gelesen. Wir haben dann in relativ kurzer Zeit Ping-Pong hin und her. Da kannst du noch was einfüllen. Macht das nochmal, damit es auch schnell geladen werden kann, muss man auch so ein bisschen redundant die Daten abspeichern. Ich hatte da ein bisschen was ausgelassen. Ja, das funktioniert jetzt, beziehungsweise wenn es nicht funktioniert, dann kriegen wir von vielen Leuten relativ schnell Bescheid gesagt. Das ist da manchmal, wir haben halt eine Community, wir haben Kunden und man weiß immer gar nicht so, wie groß das ist. Man kennt ja nur so grob Downloadzahlen, aber das ist manchmal erstaunlich. Ja, was haben wir noch? Animal, wieder ein cooler Name, also das Analytical Interchange Markup Language Format. Von Burkhard Schäfer mal in so einer Zeitschrift beworben und BSSN, Fun Fact, ist auch Burkhard Schäfer Software und Netzwerke. War mal ein kleines Startup, ist mittlerweile groß und ist mittlerweile Teil von einem Riesen. Merck ist so ein Reagenzienhersteller, riesig große Firma, die machen auch Geräte, also das ist ein richtig großer Player, der hat das jetzt quasi aufgekauft, da liegen gerade die Rechte, die wollen aber auch einen Standard rausbringen, wieder mit ASTM, also auch wieder die Hoffnung, das könnte ja was werden. Es ist jetzt aber seit über 10 Jahren, es ist immer noch im Entwurfsstadium, ich bin ein ungeduldiger Mensch, mir hat man gesagt, bleib mal ruhig, gut Ding will Weile haben, vielleicht kommt der Standard noch, also man kann es nur hoffen. Aber wir sind halt auch wieder, ich meine, XML, wenn ich euch das erzähle, das ist für Informatiker jetzt nicht so der heiße Scheiß. Also das war mal, also Internettechnologie und ja, es war in den 90ern oder so, da hat man alles damit gemacht. Und auch wenn man sich denkt, Messdaten riesengroß, Proteome, wie soll man die damit abspeichern? Ja, da kommt man auch schnell an seine Grenzen. Also wieder eine neue Idee. Man nimmt ein Format, auch wie aus der Raumfahrttechnik. Also beziehungsweise die NASA hat ein wissenschaftliches Format, wie man einfach seine Daten speichern kann. Und das Schlaue ist, dieser Standard gibt einfach nur vor, wie gewisse Datentypen aussehen sollen und wie dieses Containerformat funktioniert. Was für Daten, also wie ein Chromatographiesystem funktioniert oder sowas, das wird da überhaupt nicht vorgeschrieben. Aber deshalb hat darauf aufbauend quasi MZ5, weil HDF5 ist quasi die Basis dazu. Es hat Komprimierung, es ist binär, man kann wunderbar viele Daten reintun. Ja, wir haben die Lösung, oder? Natürlich nicht, ohne wieder eine Konkurrenz zu haben, die auch wieder auf diesem Format aufbaut. Das heißt jetzt MZMLB. Wenn man sich erinnert, MZML war diese mühevolle Übereinkunft der Proteomik-Leute aus Amerika. Und der macht jetzt Binary. Das heißt, er nimmt das XML, wo die sich darauf geeinigt haben, was schon vorher standardisiert war, ballert es wieder rein in dieses Binärformat, irgendwie wahrscheinlich als dieses String-Teil da und nutzt aber alle anderen Vorteile, nämlich diese Kompression und diese Schnelligkeit dieses Formats. Ja, super. Also wir haben jetzt auch wieder zwei Konkurrierende. Nein, wir haben noch einen. Diesmal ist es eine Stiftung, also die forschenden Pharmaunternehmen haben sich was überlegt und die wollen das einfach mit Geld lösen. Die haben nämlich genau das gleiche Problem. Die fragen irgendwelche Data Scientists, könnt ihr Data Mining mit unseren vielen Daten machen? Also wir haben so viel gemessen und das kostet alles Geld und vielleicht ist das Medikament hilft es nicht gegen Krebs, aber vielleicht hilft es ja gegen irgendwas anderes. Da könnten wir irgendwie cross-matchen, quasi wieder rausfinden, Ähnlichkeit von Molekülen und quasi, man nennt das auch in silico-Chemie, also nicht in vitro, sondern in silico. Also man berechnet quasi, um die Experimente dann gezielter durchzuführen. Dann hat man halt nicht 10.000 Moleküle, die man testen muss, sondern nur noch 80 beste Kandidaten. Und dann kann man schon mal den Forschungsoutput deutlich steigern und das Ganze preiswerter machen. Aber das Problem, wenn man jetzt seine Daten halt in diesen Herstellerformaten gespeichert hat, der Data Scientist dreht durch. Also der kann ja noch nicht mal die Daten öffnen und alles ist Kuddelmuddel und nicht geordnet. Die sind ja gewohnt, dass sie eine
SQL-Datenbank kriegen, wo alles sauber abgelegt ist, rückwärts durchsuchbar. Damit kann man richtig Data Science machen und damit kann man auch schnell Ergebnisse bringen. So nicht. Also was haben Sie gesagt? Sie haben eine Stiftung gegründet, die Allotrope Foundation. Die haben ein Datenformat, das Allotrope Data Format, ADF. Und die haben einfach gesagt, okay, das kostet Geld, quasi so Software und Standardisierung zu machen. Gibt uns das. Und ihr kriegt dafür, also das muss man auch dazu sagen, man kriegt dafür auch eine API, eine Bibliothek in C-Sharp, in Java, alles Mögliche, was man haben möchte. Man kann mitbestimmen, wie dieses Datenformat aussehen soll. Man kriegt diese Ontologien, diese Datenmodelle und man kriegt auch so ein kleines Tool, mit dem man dann so einen Viewer hat, so einen Explorer. Das kriegt man alles, aber dafür muss man halt ordentlich Geld bezahlen für so ein, also so Pharmaunternehmen sagen sich, oh, das ist ja günstig. So müssen wir das ja gar nicht selber machen, aber ja, so ein kleines Startup sagt dann schon, ja, so Lizenzgebühren auch im fünfstelligen Bereich für so ein Datenformat, was noch keiner verwendet, ist natürlich auch schon happig. Wir sind trotzdem mit dabei, weil wir quasi mit allen auf allen Hochzeiten irgendwie spielen. Wir sind irgendwie so ein Zwischending. Was wir nämlich machen ist, wir machen herstellerunabhängige und plattformunabhängige Chromatographie-Datensysteme. Also unten ist so abgebildet Windows, Mac, Linux, das sind auch so die Hauptsysteme. Und wir versuchen halt diese Datenerfassung, also wir können alle namhaften Hersteller einlesen. Das heißt, man braucht quasi sozusagen für die Auswertung nur noch eine Software. Für Gerätesteuerung nicht, das machen wir nicht, aber also die Geräte werden mit der Herstellersoftware, die werden die Daten aufgenommen, aber in der Regel will man auch nicht in diesen, ist das auch so ein häufiges Setup. Also das wird, ist vielleicht, ich zeige nochmal kurz was. Man denkt ja hier, oh, wenn man sich an diese Fernsehserien erinnert, sie liebt das Gerät und das steht auch einfach nur gegenüber von ihrem Schreibtisch und sie muss einfach nur sich einmal umdrehen, schon ist sie an dem Gerät. Das würde man auf keinen Fall machen, um diesem, also das ist jetzt wieder so ein bisschen künstlerische Freiheit. Also wenn man jetzt diese Massenspektren aufnehmen möchte, braucht man ein Hochvakuum. Für ein Hochvakuum braucht man Turbopumpen. Turbopumpen sind ganz schön laut und dieser Ofen heizt auf mehrere hundert Grad hoch und macht Abwärme ohne Ende. Das heißt, in diesem Raum möchte man sich eigentlich normalerweise nicht unbedingt aufhalten. Das heißt, das ist so ein bisschen, ja, sind CSI-Laboren, wo man die Kamera schwenkt und man sieht, da ist noch nicht mal ein Waschbecken. Da kann natürlich keiner vernünftig arbeiten. Aber es sieht stylisch aus, keine Frage. Aber kommen wir wieder zurück. Das heißt, es ist sowieso immer getrennt, dass man quasi erstmal, man hat so einen Computer, der steht neben dem Messgerät, der rödelt alles rum, speichert es in diesen furchtbaren Herstellerformaten auf und dann kann man sich entweder halt per Remote einloggen und versuchen, da irgendwas auszuwerten oder man nimmt halt unsere Software, wir sind halt hauptsächlich dateibasiert, wir lesen diese Dateiformate ein, die alle kleinteilig, mühsam, reverse-engineert sind, da hat uns keiner geholfen, das ist leider so. Aber ja, wie gesagt, die Software ist zum Großteil Open Source. Diese proprietären Datenkonverter sind es aber nicht. Also das war dann doch zu viel Arbeit und die kann man auch nicht einfach in seinem eigenen Produkt verwenden. Die werden quasi sozusagen als Art Freeware für die Benutzer bereitgestellt. Man muss die nicht lizenzieren oder so, weil bei dieser wissenschaftlichen Software läuft es in der Regel so ab, die Leute laden sich es runter, gucken, ob sie ihre Daten öffnen können, können sie nicht, schmeißen sie weg, nächstes Programm. Weil man ist da so frustriert auch schon. Was wir anbieten, wenn sich das nicht öffnen lässt, dann schickt uns einfach die Datei zu und wir gucken mal, ob wir da irgendwas vielleicht auch mit geringem Aufwand machen können. Weil klar, das ist der erste Schritt. Wenn man das nicht macht, hat man schon verloren. Was wir auch machen müssen, es gibt ja schon, man hat mit dem Gerät ja quasi, die Software ist mit dabei. Also es heißt sowas wie Mars Hunter ist gratis. Also man hat es natürlich gekauft, weil das ist ja in dem Gerät irgendwie eingepreist. Genauso wie man, wenn man einen Computer mit Windows kauft, hat man auch an Microsoft seine Steuer bezahlt. Und das ist da natürlich genauso. Sprich, wir müssen besser sein. Das heißt, es muss immer einen Mehrwert für den Kunden bringen, dass man unsere Software verwendet. Dass wir irgendeinen Teil von seinem Arbeitsablauf, wo er stupide klicken muss, dass wir das automatisieren. Das ist quasi so ein bisschen das Ziel. Und das Großteil der Software ist EPL lizenziert, Eclipse Public License. Wir verdienen unser Geld mit Kundendienst und Auftragsarbeiten. Wenn die Leute sagen, ja, ich muss da immer so viel klicken und das wird auch viel einfacher und ich bin auch bereit, euch dafür Geld zu bezahlen, dann wird das angepasst. Und in der Regel, wir versuchen die Leute immer zu überreden, macht doch Open Source,
dann profitiert ihr auch von anderen viel besser, weil wir das nicht geheim halten müssen. Und also das funktioniert ganz gut, das nehmen die Leute viel an. Manche Sachen können wir nicht Open Source machen. Das wird, wenn es jetzt so Insider-Informationen vom Labor sind, wobei wir das häufig dann mit Konfiguration lösen, dass quasi der geheime Teil, wie die wirklich im Labor arbeiten und ihre Arbeit massiv beschleunigen, das ist dann halt irgendwie auskonfiguriert, aber das generische Modul kriegen alle. Und da ist dann auch wieder so ein bisschen Win-Win. Es geht natürlich nicht immer proprietär. Mit EPL kann man halt schön mischen. Also man kann den Grundbau Open Source machen, man kann aber auch proprietär on top machen. Das machen wir auch selber. Wir haben Chrome-Ident, also Chromatogramm, Finger-Matching und Fingerprinting. Wenn man sich jetzt überlegt, man kann ja schon eine Suche quasi mit diesen Massenspektren machen, welche Substanz es ist. Aber man kann natürlich in einem Chromatogramm, sind ganz viele Substanzen drin, die man da gemessen hat, aufgetrennt nach der Zeit. Also kann man auch ganze Chromatogramme miteinander vergleichen, um irgendwie Mischungen rauszukriegen. Oder wieder Tierspezies oder teilweise Holz. Man kann ja auch Dinge verbrennen und dann wieder das Gas analysieren. Also da Mikroplastik ist jetzt was gerade ganz en vogue ist, was viel analysiert wird. Das geht auch mit dieser Software sehr gut. Das war gar nicht geplant, aber ist halt so gekommen. MCRR, das ist so, wenn die Peaks, wenn man die vielleicht nicht so sauber getrennt hat, wenn die überlappen, die Signale, und man sieht schon, der eine geht in den anderen über, aber ich will die wieder auseinander dividieren. Und die Massenspektren sind ja unterschiedlich. Das heißt, das muss ja irgendwie lösbar sein. Also man kann das quasi von Hand wieder auseinander dividieren, aber das kann man auch natürlich mit einem schlauen Algorithmus machen. Der hat aber relativ lange in der Entwicklung gedauert, deshalb können wir das nicht Open Source machen. Wir geben aber auch viel zurück, also unser Charting, das basiert auf SWT Chart, das ist mittlerweile ein Eclipse-Projekt. Wir sind da auch gerade federführend, der ehemalige Autor ist immer noch mit an Bord, aber hat sich so ein bisschen zurückgezogen. Wir haben das auch so ein bisschen quasi eine Basis, eine ganz schlanke Basis und dann noch so Extensions, die das Ganze ein bisschen fetter machen, aber auch für den Programmierer ein bisschen leichter. Das ist aber getrennt, also wenn jemand irgendwie Charting verwenden möchte, wie gesagt, EPL einfach benutzen, ist natürlich nett, wenn ihr seht, oh, da ist ein Fehler. Also Patches sind natürlich wie immer sehr willkommen an dieser Stelle. Muss man aber nicht, die EPL ist da sehr liberal. Dann ein weiteres wichtiges Projekt ist ChemClips, darauf basiert quasi diese ganze Plattform, alles was man da so gesehen hat, alle chemischen Dinger, alle Datenmodelle, alles das ist Open Source und auch halt unter diesem Science Eclipse Branch. Das heißt, das ist quasi, darauf aufbauend kann man gerne seine eigenen Projekte auch machen, dafür ist es ja auch gedacht. Man kann halt nur wiederum nicht unsere Konverter sozusagen einfach da irgendwie mit verwenden. Also falls jemand aus Schleswig-Holstein auf die Idee kommen sollte, das bitte nicht. Steht auch, wenn man es runterlädt, in diesen Geschäftsbedingungen drin, die sich immer keiner durchliest. Aber wie gesagt, dieser ganze, alles was fast jetzt Jahrzehnt an Arbeit da drin steckt, auch die ganzen Algorithmen, das ist alles offen und auch einsehbar und damit auch transparent. Und man kann auch selber kontrollieren, ob wir das wirklich alles richtig implementiert haben. Dann on top, OpenCom ist halt das eigentliche Produkt. Also das basiert auf ChemClips, tut aber noch Dinge on top, also quasi Dinge, die nicht EPL kompatibel sind. Wir haben teilweise wissenschaftliche Codes drin, die LGPL sind oder halt unsere Konverter, die schmeißen wir da auch rein und das kann man dann nutzen. Wie funktioniert das quasi alles unter der Haube? Also wir arbeiten ja auch mit Wissenschaftlern zusammen und nicht jeder will halt irgendwie einen Supportvertrag über viel Geld abschließen. Viele Wissenschaftler sind ja einfach, machen gerade ihre Doktorarbeit und kommen nicht weiter, weil sie die Daten nicht öffnen können. Und da sagen wir halt, okay, wenn ihr bereit seid zum Datenaustausch, dann nehmen wir das gerne an. Wenn man da rechts oben mal guckt, das ist fast ein Terabyte mittlerweile an Testdaten, die wir, also wenn irgendeine Datei nicht funktioniert, ist sie natürlich sehr interessant für uns, wird implementiert. Wenn sie funktioniert, zack, kommt sie in die Tests rein, um zu verifizieren, dass sie auch langfristig immer weiter funktioniert. Denn da kommt man auch nicht drum rum. Man muss extrem viel Qualitätssicherung machen. Nicht nur, wenn man im Labor arbeitet, sondern auch, wenn man Laborsoftware macht, weil die Software muss exakt, da werden Analysen mitgemacht, wie gesagt, eine Alkoholprobe. Wenn wir da sagen, hat sich halt der Algorithmus verrechnet, die Fläche ist halt doch irgendwie anders und dann war es unter dem Schwellenwert, ihr habt aber rausgegeben, es ist da drüber und der wurde jetzt verknackt,
Und der Anwalt kriegt irgendwie Wind davon. Das ist ein Riesentheater. Also diese Messergebnisse müssen extrem valide sein. Die Labore stehen da quasi mit ihrem Namen dahinter, dass das alles rechtens ist. Sprich, wir müssen auch massiv arbeiten. Also wir haben natürlich, wir haben 10.000 Modultests, die da durchrödeln. Aber naja, Modultest ist ja schön und gut, wenn das eine Modul da irgendwie seine Berechnung richtig macht. Was wir mittlerweile auch viel haben, ist UI-Tests. Also dass quasi Workflows des Kunden, wie er klickt, dass das immer funktioniert, weil wir relativ brutal, was das Release angeht, sind. Also es hat immer, es kann teilweise vorkommen, dass mehrfach in der Woche eine Veröffentlichung gemacht wird, weil irgendein Kunde was haben wollte und der kriegt dann quasi die Standardversion ausgeliefert, seinen Kram on top. Und das, aber wenn ein anderer Kunde auf Download klickt, muss natürlich alles von ihm weiterhin funktionieren. Sprich, dieses Dashboard muss immer alles grün sein, sonst ist ja Holland in Not, sonst kann man nicht veröffentlichen. Das geht gar nicht. Da sieht man auch noch so, Documentation ist auch noch ein wichtiger Punkt. Wir haben mittlerweile auch ein recht umfangreiches Handbuch, denn diese Software ist, sie erschlägt die Leute auch. Vielleicht kann ich das gleich noch ein bisschen zeigen. Und vor allen Dingen auch, wie diese Module zusammenspielen. Es ist alles extrem modular gehalten. Ich zeige nochmal was. Das ist quasi so ein Screenshot von der Software. Das war letztens eine Idee von mir. Ich dachte mir, Dark Mode, warum nicht? Also Programmierer lieben das ja. Aber ich meine, die Leute, die da Chromatogramme und Massenspektren auswerten, die müssen da auch 8 Stunden drauf gucken. Vielleicht ist das für die auch ein bisschen netter. Eclipse, wie gesagt, vom Framework, das ist eine Eclipse-Applikation. Der gab das relativ gut her. Ich hatte nur ein paar Stellen, wo hardcodierte Farben drin waren. Das habe ich weggemacht. Noch die Icons ein bisschen aufgehübscht, dass die nicht so weiße Ränder haben und so weiter. So ein bisschen Detailarbeit, aber mal gucken. Also hat auf jeden Fall, habe ich gesehen, bei LinkedIn haben das ziemlich viele Leute geliked, obwohl das, naja, so ein Fluff-Thema ist im Grunde. Aber ich zeige sie im Grunde gleich nochmal, aber für die, damit man es besser sehen kann, im hellen Modus. Und was ich wie jeder hier zum Ende irgendwie noch erzählen muss, wir stellen natürlich ein. Also die Aufträge, Chemie, Software, Hersteller unabhängig, das ist seit über einem Jahrzehnt am Markt. Das war eine Ausgründung aus der Uni Hamburg, aber ich würde mal sagen, die Start-up-Zeit ist vorbei. Es muss expandiert werden, die Kundenanfragen kommen rein und man möchte die natürlich auch alle bedienen. Also wenn ich jetzt nicht abgeschreckt habe, also wir suchen immer Java-Entwickler, man muss jetzt auch nicht wie ich irgendwie Chemiker und Hobby-Programmierer sein, ist vielleicht sogar besser, wenn man Direktentwickler ist, klar, bei diesen chemischen Sachen, da wird man natürlich dann eingeführt und man kann Fragen stellen. Wir haben ein Team, das aus unterschiedlichsten Naturwissenschaftlern, teilweise haben Leute auch ein Doppelstudium Informatik und Biologie gemacht, also man hat immer Ansprechpartner, die man fragen kann. Und viele, viele Dinge sind auch, es ist sicher noch viel zu tun bei uns. Ja, dann würde ich mal hier das klein machen und jetzt bin ich wahrscheinlich bei dem. Ich kann noch ein bisschen, wenn es Fragen gibt, ich kann gerne Fragen beantworten, aber ich kann auch sonst so ein bisschen, oder wir können das gleichzeitig machen. Ich zeige mal ein bisschen die Software. Ich glaube jetzt, wenn ich jetzt die Spiegelung ausmache, dann ist nicht okay. dann drehe ich mich einfach mal um und gucke auf den großen Monitor. Also das ist die Software. Das ist quasi der Willkommensbildschirm. Wer das jetzt mal zu Hause ausprobieren will, einfach opencrom.net auf Download drücken und fertig, das war's. Entpacken und los geht's. Was man einfach mal machen kann, ist hier auf Demo drücken. Dann wird einfach mal eine Datei geladen und man kann quasi mal so ein bisschen spielen. Also in dieser Datei ist jetzt schon viel gemacht. Also man sieht hier, ich zoome mal ein bisschen rein, quasi hier, man nennt das Peak. Das Messsignal und das quasi von wo bis wo es geht eingegrenzt und man kann natürlich auch, wenn man sich jetzt überlegt, wie kann ich jetzt die Konzentration von diesen Substanzen ermitteln? Was würdet ihr denken, was würde man machen? Integrieren. Richtig, man würde einfach das Integral bilden und schon hat man eine Fläche und man kann wieder, wenn man einen Referenzstandard nimmt, kann man es sogar sehr genau bestimmen. Wie hat man das früher gemacht, als man noch nicht so Computer und Plotter und alles hatte? Das ist auch noch gar nicht so lange her. Man hat es ausgedruckt, Nagelschere, ausschneiden,
auf eine Feinwaage legen. Feinwaage hat man ja im Labor, weil man muss auch die Referenzsubstanzen einmessen. Und dann muss man halt wirklich gut ausschneiden können. Das ist natürlich, also das ist zum Glück der Vergangenheit an, aber man merkt vielleicht so ein bisschen, wie IT-mäßig die Laborbranche dem Rest der Welt immer so ein bisschen hinterherhängt. Aber hier sieht man das jetzt, also hier ist die Zeit, also die Retentionszeit, wie die Substanzen sich aufgetrennt haben. Hier ist die Intensität und man sieht jetzt hier, ich mache nochmal hier diese, den will ich nicht. Die Peak-Liste, Peak-Detektor will ich nicht, Peaks sind ja schon detektiert. Also hier habe ich jetzt diese Liste, ab welcher Minute quasi die Säule da verlassen haben. Hier sieht man das Massenspektrum nochmal von eben, das ist quasi dieser Fingerabdruck für die Substanz. Und hier sieht man auch schon, das ist ja auch schön gemacht. Klicken wir vielleicht mal einen anderen an. Ja, nehmen wir mal den. Und jetzt sieht man hier, anhand der Farben kann man schon sehen, also hier ist ein Match-Faktor. Ist ein Prozent. Das heißt, 80% ist jetzt nicht so ein guter Match, aber vielleicht ist es irgendwas was Ähnliches. Können wir nochmal einen anderen angucken, ob hier nochmal... die sind alle nicht ganz so gut. Daneben ist diese CAS-Nummer, das ist von dieser Chemical Abstract Service, das ist ein amerikanisches... Die Gesellschaft der amerikanischen Chemiker, die vergeben für jede Substanz eine Nummer. Das ist übrigens auch wieder ein proprietäres System, diese CRS-Nummern. Man darf auch nicht einfach so Datenbanken verkaufen, wo diese CRS-Nummern drin sind. Das ist halt ein geschütztes Datenbankwerk. Aber die sind halt sehr quasi Standard, wie man halt so das Kennzeichen für diese Substanzen. Ist denen dann auch ein bisschen aufgefallen. Sie können ja jetzt nicht Wikipedia verklagen, bloß weil die CRS-Nummern in diese Boxes da in die rechte Seite machen, wo sie sich dann geeinigt haben, okay, wir nehmen für die wichtigsten Haushaltschemikalien und die auch in der Forschung viel verwendet werden, die machen wir dann halt irgendwie so ein bisschen public, dass man auch mit einer öffentlichen Datenbank seitens der CRS. Also da wollte halt jemand irgendwie Geld verdienen, um da Doktorandenstipendien zu bezahlen, aber hat dann irgendwie gemerkt, dass sie dann auch wieder die eigentlich alle nur ausgebremst haben. So, also wir können mal so ein bisschen gucken, was habe ich hier mitgebracht? Mein Chef sagt immer, ich soll nicht immer hier irgendwie Kokain oder irgendwie solche furchtbaren Sachen oder es gibt auch die OPCW, das ist die Organisation, die Chemiekontrolle macht, Chemiewaffenkontrolle. Die nehmen Proben in irgendwelchen Fabriken im Iran und testen dann, ob da irgendwas gelaufen ist. Und ich habe mal mit denen gesprochen, die meinten, das geht ziemlich gut, wenn da irgendwann mal was verwendet wurde. Und die nehmen dann einfach so diese Ritzen, kennt man ja auch aus dem Bad, diese Silikondichtung, nehmen einfach vom Fenster was raus. Wird im Labor wieder untersucht und das ist wie das Haar von Christoph Daum, da bleibt alles drin hängen, also das geht alles. Aber wie gesagt, nicht nur Chemiewaffen werden quasi sozusagen mit solchen mobilen Chromatographiesystemen da untersucht oder auch der Fuchs-Spürpanzer, da ist auch so ein Ding hinten drin, nur dass halt das Gas ist da, die Luft, auch ganz schönes System. Also was einer mal gemacht hat, der hat, nehmen wir mal hier Black Opium, also das ist ein Name vom Parfüm, ist jetzt kein Opium. Und dann sieht man halt auch, klar, in so einem Parfüm, das riecht ja auch viele, viele leichtflüchtige Substanzen. Da sieht man auch, wie komplex ein Parfüm ist. Also es besteht nicht irgendwie aus 10 Sachen, sondern hier ist ganz schön viel drin. Das machen wir wieder diese... Und ganz schön spannend. Also man kann quasi auch so Parfüms, Aromen auch reverse engineeren. Also wenn jetzt einer sagt, oh, ich will auch so ein Produkt machen wie Lenoir. Gibt Firmen, zu denen schickt man das hin, die sagen einem, ja... Wir haben ungefähr herausgefunden, was das ist. Also die Leute im Testpanel haben es nicht mehr unterscheiden können. Wir machen es euch für 1 € pro Kilo billiger oder was weiß ich. Also das ist auch möglich. Man kann auch das Cola-Aroma oder so, das ist ja hier, wir haben ja Fritz-Cola, wurden wir gut versorgt. Man könnte das auch mit Leuten, die entsprechend sich lange damit beschäftigt haben, haben mir gesagt, 2-3 Tage, dann haben sie das raus. Je nachdem, wie viel Geld man ihnen halt gibt, kriegt man es relativ genau hin. Man muss natürlich aufpassen. Also klar, ist ja schön und gut, dass wir wissen, wie Black Opium oder Poison Girl oder dieses sexy Parfüm aussieht. Das ist auch wieder im Grunde proprietär. Wenn wir das zu sehr nachahmen, kann der auch wieder dagegen klagen. Kann auch wieder im Labor untersuchen, wie nah ist der Mitbewerber an mir dran. Und auch wieder sagen, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Also
die Welt ist da, gibt da kaum Limits. Also es wird viel analysiert, auch da, wo man es vielleicht nicht so denkt. Mal gucken, was ich hier noch so habe. Habe ich Hölzer. Achso, Hölzer. Holz, wenn ich das verbrenne und das Abgas messe, kriege ich auch wieder so ein, ich mache das mal, furchtbare Chromatogramme, hier ganz viel Signal und meine Güte, also ich glaube, Kohle oder so ist vielleicht noch schlimmer oder Erdöl, kriegt man auch ganz viele Signale und dann kann man halt wieder gucken, ist es Tropenholz oder nicht? Also auch wieder mit dieser alten Technologie Gaschromatographie oder wo ich gerade von Öl gesprochen habe, wir haben auch Landesämter hier im Norden, die Ölflecke, also wenn jetzt so ein Tanker muss seinen Tank reinigen und am Hafen muss er das halt entsorgen, kostet Geld. Ja, warum nicht einfach dann auf hoher See verklappen irgendwie, gibt einen hässlichen Fleck. Man kann das analysieren. Öl ist, wie man hier sieht, auch sehr komplexes Signal und nicht einfach kruder Mist oder so, sondern man kann sehr genau die können teilweise sogar das Alter bestimmen, je nachdem, wie das UV-mäßig zersetzt wurde. Wann der Ölfleck gemacht wurde, können wir am Hafen wieder eine Probe nehmen von einem Schiff. Die Schiffsöle sind alle unterschiedlich und kann dann wieder den Täter finden. Und die müssen dann richtig doll Strafe zahlen, weil das ist ein Riesenscheiß, diese Ölflecken wieder wegzumachen. Kann ich das vielleicht nochmal zeigen? Ich darf ja eigentlich sonst nie irgendwas zeigen. Hier darf ich schon, weil hier hat mir dieses Landesamt quasi einen Teststandard gegeben. Brent ist quasi diese Rohölsorte und die messen sie auch aus Qualitätssicherungsgründen immer mit, zu gucken, ob alle Peaks kommen, ob sie die auch wiederfinden. Und also es ist jetzt kein Tanker oder so, der da aufs Korn genommen wurde. Und natürlich auch diese ganzen offenen Formate habe ich auch nochmal mitgebracht. Ich muss mal ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich glaube, ich habe nicht mehr so lang. Post. Okay. Dann, machen wir mal das Animal-Format. Da. Hier bei dem Format ist vielleicht ganz witzig. Also machen wir mal zum Vergleich so ein anderes. Also ohne jetzt da groß ins Detail zu gehen. Na gut, das ist jetzt so ein blödes Testding. Ja, man sieht XML, rödelt ein bisschen. Also hier. Klar, wir haben das Rote, das ist dieses Messsignal, aber ihr habt ja eben gesehen, dieses Graue, diese Annotation, diese Peaks, die finde ich jetzt nur in dem hier. Das andere ist halt so ein Rohdatenformat für diese Proteomics-Leute, die eh ihre eigene Software serverseitig das da durchjagen und der Crunch dann da wochenlang rum, bis er den Krebsmarker gefunden hat oder auch nicht. Und das ist jetzt halt so ein Format auch so ein bisschen für Labore, wo man halt auch Langzeitarchivierung ist ja schön und gut, wenn ihr das jetzt speichert. Nach 30 Jahren muss man es ja irgendwie immer noch öffnen können. Hat die FDA irgendwann mal gefordert. Ja, wie macht man das denn mit diesen Herstellerformaten? Das kann teilweise sein, dass der Hersteller einfach sagt, ja, wir kündigen das Softwareprodukt ab. Dafür haben wir jetzt ein neues. Können wir die alten Dateien öffnen? Nein. Können wir die alte Software noch starten? Ja, vielleicht in einer Windows 98 virtuellen Maschine oder irgendwie so. Das ist natürlich nicht das, was dieses fair, dieses accessible, reproducible, quasi dieses Paradigma dahergibt. Deshalb muss man es natürlich zur Archivierung schon in irgendwas anderem speichern. Und das ist halt auch wieder was man dann auch, was dann Laborinformationssysteme, das sind im Grunde Datenbanken, die Proben speichern und so und dann die Berichte generieren, dass die das auch lesen können. Also da geht es so, macht Sinn, dass man da Datenaustausch und nicht für jeden Hersteller einzeln und nicht immer wieder, sondern man hat irgendeine gemeinsame Basis. Das ist so die Idee dahinter. Ich hoffe mal, dass das so ein bisschen abhebt. Auf der anderen Seite, mit diesem Kuddelmuddel an diesen Dateiformaten verdienen wir ja auch unser Geld. Also vielleicht sollte ich nicht so viel meckern. So, dann würde ich sagen, zum Abschluss nochmal hier wieder ein bisschen Werbung rein. Und ich wäre dann auch am Ende.